Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, wir haben es ja heute schon gehört. 2018 ist ein Jahr, in dem es in Bayern einiges zu feiern gibt. Das sind 100 Jahre Freistaat Bayern, das sind aber auch 100 Jahre Frauenwahlrecht. Und wo stehen wir? Frauen können wählen, Frauen können gewählt werden und wir haben hier einige Frauen im Präsidium auf der Regierungsbank, wenn sie denn mal da wären. Das heißt, prinzipiell gibt es eine Gleichberechtigung. Wenn wir aber real uns hier im Plenum umschauen, dann schaut es so aus. Für jede Frau, die hier sitzt, wenn sie sich nach links und rechts umguckt, sind im Schnitt 2,5 Männer auf den Bänken, auf den Sitzen. Und das hat mit Gleichberechtigung nicht wirklich etwas zu tun, wenn nur 28% der Abgeordneten weiblich sind. Im Bundestag schaut es jetzt ähnlich trist aus. Wir haben 30,7% weibliche Abgeordnete. Das war schon mal wesentlich besser. In den Kommunen sind es nicht mal 10% aller kommunalen Wahlämter. Wenn wir uns das anschauen, nach 100 Jahren Wahlrecht für Frauen, dann sehen wir, der Fortschritt ist eine Schnecke. Und es geht vor allem wieder rückwärts, wenn es um die politische Mitbestimmung von Frauen geht, wenn wir betrachten, dass im Bundestag der Anteil schon mal viel höher war. Ich finde, die Bilanz ist wirklich erschreckend nach 100 Jahren Frauenwahlrecht. Und wenn ich mir die Unruhe hier im Plenum anschaue, muss ich sagen, vielleicht als in der Fränkischen Schweiz die Neandertaler noch in ihren Höhlen lebten, war das okay, dass man bei Frauenwahlrecht da solche Methoden angewandt hat. Heutzutage sollte das nicht mehr der Fall sein. Wir reden um ein ganz wichtiges Grundrecht. Und wir brauchen gar nicht mit MeToo anfangen und solchen Dingen. Wir müssen einfach uns überlegen, wo sind die realen Benachteiligungen für Parlamentarierinnen hier in diesem Landtag, wenn sie immer die Minderheit stellen, wenn ihre Lebenswirklichkeit marginalisiert wird in den Abstimmungen. Und wie hart die letzten Jahre waren, das sehen wir auch, wenn wir unsere Ausstellung Parlamentarierinnen hier im Landtag noch mal betrachten und Revue passieren lassen. Es ist wirklich noch ein ganz, ganz weiter Weg. Wenn wir optimistisch sind, dann sind vielleicht in 100 Jahren Frauen so weit, dass sie endlich 50-50 in den Parlamenten stellen, wenn wir optimistisch sind, was die Steigerung des Frauenanteils betrifft. Es geht also nicht mit freiwilligen Maßnahmen. Wir brauchen endlich ein faires Wahlrecht, das Frauen nicht strukturell benachteiligt. Und da muss ich sagen, mir reicht's und nicht nur mir, es reicht vielen anderen Frauen, dem Landesfrauenrat, mit allen wichtigen Frauenorganisationen, dem Aktionsbündnis Parité in den Parlamenten und vor allem allen wichtigen politischen Kommentatorinnen und Kommentatoren in den Leitmedien. Sie haben alle nach der Bundestagswahl endlich wirksame Maßnahmen zur Steigerung des Frauenanteils gefordert. Und das sollten wir hier im Parlament endlich würdigen und uns endlich damit auseinandersetzen. Ich finde es eine Schande, dass das Parlament mit dem höchsten Frauenanteil nicht hier ist, sondern in Ruanda. In Ruanda gab es nach dem schrecklichen Genozid in den 90er Jahren Versuche, wirklich die Demokratie neu zu etablieren und neu zu ordnen. Da war eine Frauenquote ganz selbstverständlich. Und mittlerweile gibt es sehr viel mehr Frauen, als die Quote fordert. Warum? Weil die Frauenquote dazu gedient hat, dass Frauen in der Politik einfach als selbstverständlich wahrgenommen wurden. Der Generalsekretär der Interparlamentarischen Union sagt dazu, die Mentalität hat sich verändert und das würde ich mir im Landtag hier auch wünschen. Frankreich arbeitet auch sehr erfolgreich mit dem Paritätgesetz auf allen politischen Ebenen. Wir brauchen gar nicht so weit schauen bis Ruanda. Und es gibt andere Bundesländer, in denen das angegangen wird. Zum Beispiel Thüringen hat entsprechende Initiativen. Schauen wir nach Baden-Württemberg, war es sogar im Koalitionsvertrag, wo ich sagen muss, es ist wirklich eine Schande, wenn ich betrachte, wie dort damit umgegangen wird. Ihre Schwesterpartei, die CDU, lässt lieber eine Koalitionskrise auf sich zukommen, als Frauenanteil in den Parlamenten endlich zu heben. Wenn das so sein muss, dass man lieber also die Koalition beinahe platzen lässt, um Frauen aus den Parlamenten rauszuhalten, muss ich sagen, also das spricht an der Stelle wirklich Bände. Kolleginnen und Kollegen, es geht um sinnvolle Repräsentanz für die Hälfte der Bevölkerung. Und wir leben halt nun mal in einer repräsentativen Demokratie. Frau Guttenberger, Sie haben es im Verfassungsausschuss gesagt, die Abgeordneten sind verpflichtet, dem ganzen Volk zu dienen.
Aber ich habe das Gefühl, für Ihre Partei ist das ganze bayerische Volk besteht zu 4/5 aus Männern, wenn ich mir das so anschaue. Und ich muss sagen, Sie haben auf anderer Ebene ja auch kein Problem mit Quoten. In Oberbayern gibt es 29 Stimmkreise, mein Bezirk Mittelfranken hat 12 Stimmkreise. Kein Mensch regt sich darüber auf, dass es sowas wie Regionalproporz und Regionalquoten gibt. Im Gegenteil, das erkennen alle an, dass wir irgendwie schauen müssen, dass alle repräsentiert sind ordentlich. Aber offensichtlich ist der Regionalproporz wichtig, der Frauenanteil nicht. Zusammenfassend, wir brauchen endlich ein faires Wahlrecht und dazu braucht es auch keine komplette Neuordnung. Es wird zum Beispiel reichen, Listen zu quotieren wie bei Grünen und SPD. Und wie genau das verfassungsmäßig gemacht werden kann, da können wir gern drüber diskutieren, da findet man einen Weg. Aber effektive Mittel zu finden, um Frauen angemessen an der Politik zu beteiligen, das müssen wir doch alle wollen. Deswegen stimmen Sie unserem Antrag zu, es ist wirklich nicht schwer. Danke.